Ah! Ist das nicht herrlich? Ne? Hier kann man es zwar aushalten, genauso muss das sein. Ich habe hier übrigens einen neuen Automaten gegönnt und die sind gerade mit der Post gekommen. Wie viel Umsatz macht eigentlich ein Kaugummi-Automat? Lohnen sich die Dinger überhaupt? Lohnen sich Automaten überhaupt generell? Und was kommt in den neuen Automaten rein? Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Sorge Kramer. Einige werden wieder sagen, das lohnt sich ja gar nicht. Hier ist ja nie jemand im Laden, wenn du filmst. Ja, weil ich immer dann filme, wenn keiner da ist. Das wäre ja blöd, wenn jemand da ist und ich filme und der nachher sagt, ich möchte nicht im Video zu sehen sein. Es kann sein, dass Flipper Klaus gleich kommt. Ich habe ja mittlerweile 3 Stern Flipper hier im Laden. Und die Flipper Community, das ist eine echt treue Seele, muss man sagen. Die kommen nicht nur einmal zum Spielen, sondern die kommen hier regelmäßig und freuen sich natürlich auch, wenn was Neues kommt. Deswegen habe ich hier schon ein bisschen Platz gemacht. Der Lollipop wird verkauft, ist übrigens bei eBay drin. Bei Kleinanzeigen könnt ihr gucken, findet ihr mich, glaube ich, ganz schnell. So wie auch der Popcorn-Automat ist da drin. Das geht auf jeden Fall weg, damit ich mehr Platz kriege. Kommt jetzt erstmal ein 4. und ich denke mal in 1-2 Monaten dann noch der 5. Jetzt kommt erstmal der Shark und nicht der Shark, the Jaws. Weißer Hai, der weiße Hai. So. Und Elvira wahrscheinlich. Ich weiß noch nicht ganz genau. Aber erstmal müssen wir gucken, dass wir unseren Kaugummi-Automaten hier laufen kriegen. Die Innenteile sind eigentlich viel zu teuer, da wo ich die gekauft habe. Ich wollte die aber schnell haben. Und ich kann euch auch gerne den Link unter dem Video in die Infobox mit reinpacken, wo ihr sowas auch bekommt. Aber erstmal ganz wichtig, ich muss die Wurst aus dem Auto holen. Denn am Wochenende ist hier Onkel Kramer-Tag. Und das heißt, das gibt hier ordentlich was für die Leute zum Essen. Am 27.07. von 9 bis 12 Uhr findet hier in Sedelsberg in der Onkel Arcade beim Onkel Kramer der Onkel Kramer Tag statt. Die Jungs vom Automatenland sind dabei. Also wenn ihr Fragen rund um Automaten habt, Snackautomaten, Getränkeautomaten und so weiter, Wissensdurst wird gestillt. Außerdem kommt der Stefan Rendetzky von KMS und bringt den neuen John Wick Flipper mit. Und es gibt hier ein Flipper-Turnier in der Onkel Arcade. Um am Flipper-Turnier teilnehmen zu können, scannt diesen QR-Code, registriert euch bei Insider Connect und dann haltet ihr für euer Handy einen QR-Code, mit dem ihr hier am Flipper-Turnier teilnehmen könnt. Ihr könnt Fragen stellen rund um Silav-Automaten, die jetzt auch hier am Standort stehen. Ihr könnt natürlich auch alle anderen Fragen, die ihr habt, rund um die Automaten hier vor Ort stellen. Also kommt vorbei am 27.07. von 9 bis 12 Uhr, Hauptstraße 61 in 26683. Sedelsberg. Ich freue mich auf euch. Denkt dran, einmal auf Insider Connect registrieren und in die Kommentare reinschreiben, mit wie vielen Personen ihr kommt. Und dann seid ihr schon safe dabei. Bis dann, euer Onkel Kramer. Ciao. Hier haben wir schon ein bisschen Füllware für den Automaten. Und die Bratwurst, die muss als erstes in den Kühlschrank. Denn an diesem Wochenende, am Samstag von 9 bis 12 Uhr, ist hier der Onkel Kramer-Tag. Da gibt es ein Flipper-Turnier, da sind die Leute vom Automatenland da. Kriegt ihr Infos über Snack-Automaten und alles, was ihr so auf oder über die Aufstellung oder über das Spiel wissen wollt. Also einfach mal vorbeikommen, gucken und wenn es passt, dann gleich was kaufen. So, hier Timos Automaten hat uns das ganz schnell geschickt. Also schöne Grüße gehen raus an Timo. Und da haben wir 2 brandneue Innenteile. Ich habe gar nicht auf die Größe geachtet. Manche kann man verstellen, manche nicht. Hier passen auf jeden Fall Kapseln rein. Ich meine, ich habe auf 20 Cent bestellt. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich hoffe, das sind jetzt nicht 50 Cent. Sieht ein bisschen groß aus, das Loch. Schauen wir mal. 20 Cent schmeißen wir mal rein. Und es dreht sich. Schmeißen wir mal 50 Cent rein. 50 Cent passt nicht. Hundertprozentig. 20 Cent. Und richtig cool, mittlerweile sind die mit dem richtigen Schlüssel dabei. Weil bei den alten, die von meinem Sohn hier hängen, gibt es keinen Schlüssel. Da ist einfach oben eine Schraube. Eigentlich ganz cool. Kann man also auch so irgendwo hinstellen. Dreht man quasi hier oben auf. Ja, das scheint mir für große Kapsel zu sein. Ich bin einfach mal in den Großmarkt gefahren und habe mir da ein bisschen was von allem was geholt. Und irgendwas wird schon passen. Ich weiß gar nicht, ist 20 Cent nicht zu teuer für sowas hier? Aber mittlerweile sind die auch echt teuer. Ich bezahle für so ein Paket hier 40 Euro. Oh, und die riechen schon richtig gut, wenn man die aufmacht. Wollen wir hier welche reinschmeißen? Ich glaube, dass da immer 2 durchgehen werden. Wir werden das mal ausprobieren. Spannung steigt. Wichtig ist, dass sie nachher nicht hängen bleiben. Ne? Ja, die Frage ist natürlich, kann man mit sowas viel Geld verdienen? Und die Antwort ist ganz einfach, nein. Du kannst da schon Geld mit verdienen, aber du bist da nicht mit reich. Das macht dann nachher die Stückzahl der Automaten. Wenn so ein Ding hier im Monat 8 Euro macht oder 12 Euro, dann ist das schon gut. Es gibt Standorte, da machen die wahrscheinlich mehr. Habe ich aber hier nicht.
Und das ist einfach was, was man den Kindern mitgibt. Das ist der erste Kontakt, wo man lernt, mit Geld umzugehen. Und ganz viele private Leute kaufen die Dinger mittlerweile, weil die einfach das, was die in der Kindheit erlebt haben, auch anderen wieder mitgeben wollen. Und Katastrophe, ich merke gerade, es geht nicht. Ich muss die Kapseln, ich habe noch andere Sachen mitgenommen. Oder was auch geht, ich kann einen anderen Drehteller reinbauen. Ich habe aber gar keinen da, deswegen kapsel ich die erstmal, dass die Dinger rein können. Das sind dann solche Kapseln hier. Hier sieht man, hier ist immer noch ein Schmuckstück drin. Was funktionieren könnte, sind diese Augen. Ich würde sagen, wir machen einfach den Augentest. Wir werfen da mal ein Auge drauf. 20 Cent rein. Und das Auge kommt raus. Probieren wir mal ein paar Augen mehr. Auge Nummer 2 lief auch durch. Ja, jetzt hängt's, ne? Nee, Augen geht nicht, das gibt Matschaugen. Vielleicht gehen ja Melonen, weil die haben eine glattere Oberfläche, ne? Hier kommen schon mal welche raus. Wichtig ist, dass er die nicht zerquetscht. Dass er die nicht irgendwie zackt und die ganzen Melonen zerquetscht. Bis jetzt sieht es gut aus. Ich glaube, das kann man so lassen. So, der eine ist voll, der andere ist ein bisschen klicklig. Ich habe Kapseln noch nachbestellt. Ich habe zwar noch welche da, aber die gehen immer wieder auf. Und das würde nur ein Verklemmen hier verursachen. Und man kann die auch schon gekapselt bestellen. Kann man auch easy abends beim Fernseher selber machen, weil dann hast du selber mehr Gewinn. Aber es kommt aber noch an, wie viele Automaten man aufstellt natürlich. So, das ist der Schacht. Dann kommen die Automaten da rein. Dann wird das Ganze verschlossen und so sieht das Ganze dann fertig aus. Ich glaube, da freut sich das ein oder andere Kind drüber, zumal es für 20 Cent jede Menge gibt. Da sprechen wir nicht unbedingt von meinem riesengroßen Gewinn. Jetzt muss ich erstmal noch Kapseln bestellen. Also wie gesagt, das ist eine Sache, hast du eh einen Automatenstandort, hängst das Ding daneben. In der Regel zahlt man für sowas keine Stellplatzmiete. Das ist so ein kleines Geschäft, das ist eigentlich ein Mehrwert für den Block, für den Schrebergarten, für das Wohngebiet und Kinder lernen damit halt, wie gesagt, erstmalig mit dem Geld umzugehen und das finde ich halt besonders wichtig. Und da kann man mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und bevor man es irgendwo hinspendet, wo es eh nie ankommt, sondern eher dahin packen, wo es gebraucht wird. Es gibt die Dinger mit Spielzeug, da kannst du richtig Kohle mitmachen. Könnte ich mir jetzt auch noch mal angucken, ob ich mir vielleicht Spielzeugkapseln hole. Wäre bestimmt ganz interessant. Für 20 Cent allerdings zahle ich dann drauf. Das wäre auch nicht gut. Ja, und wer so eine Route mit solchen Automaten hat, der muss natürlich nicht nur ein oder zwei haben, sondern der hat dann in die Tausende und befüllt dann zu Hause schon diese Automaten und tauscht dann quasi im Gehäuse das Ganze nur aus. Macht zu Hause die Wartung, reinigt die Geräte, ölt die, macht die sauber. Und manche sehen immer, ja, sehr verwahrlost aus, das weiß ich. Und das liegt auch mit daran, dass viel randaliert wird. Das liegt aber auch daran, dass halt manche Operator da keinen Wert drauf legen oder auch einfach mal gar nicht mehr so viel Geld bei hängen bleibt, dass man permanent allen Leuten da den Automaten renovieren kann. Vorm Laden selber in den beiden Automaten, da wird halt das meiste Geld gemacht. Und das liegt einfach daran, dass die machen normalerweise vielleicht nicht so viel Umsatz. Aber dadurch, dass ich hier diesen Laden nochmal habe, lockt das mehr Leute an. Ich habe eine gute Auf- und Abfahrt, das ist super. Und eine super Infrastruktur. Hier ist ein Dorf, hier ist eigentlich nichts los. Aber es lohnt sich halt trotzdem. Die Sache ist halt die, wenn man nur sowas wie hier machen würde, das würde sich nicht rechnen. Aber diese Kombination durch Unterhaltung und Automaten bringt halt so viel, dass man unterm Strich sagen kann, dass sich das rechnet. Ich tausche zwischendurch ja einige Geräte aus. Jetzt geht der Lollipop zum Beispiel weg, dafür kommt noch wieder ein Flipper dazu. Du musst noch ein bisschen Abwechslung drin haben. Und zumal ich mehr auf Flipper gehen möchte, ich möchte ja mindestens irgendwann hier 10 Flipper drin haben. Das darf ich gar nicht so laut sagen. Sonst ruft der Verkäufer mich wieder jeden Tag an und nachts. Auf jeden Fall ist das ein Spiel, das kann man öfter spielen. Bowling bist du relativ schnell mit durch. Greifen machst du halt mal. Und Angeln oder so, aber da fährst du nicht jede Woche für hin. Aber wer Bock auf Flippern hat und keiner kauft sich einen Flipper, weil die einfach mal viel zu teuer sind, liegt halt daran, dass da Lizenzen drauf sind, Videos drauf sind, dass das Handarbeit ist und ein richtig geiles Produkt ist, kommt aus Amerika, wird importiert. Also dementsprechend sind die Dinger halt teuer und kein Privater oder kaum ein Privater stellt sich so einen hin, wenn höchstens ein oder zwei. Es gibt ein paar Verrückte, ich kenne einen, der hat eine ganze Wohnung voll damit. Aber hier können, wie gesagt, Leute herkommen, können hier spielen. Man kann auch relativ lange spielen mit einem Euro. Und dann passt es auch vom Umsatz her. Die zahlen sich nicht super schnell ab,
aber die Leute holen sich was zu trinken und das macht es dann halt. Ne? Nie wieder hingegen würde ich mir einen Tischkicker kaufen, der macht einfach gar nichts an Umsatz. Was am Umsatz stärksten ist, ist der Talahone-Automat. also Boxen tun sie alle gerne, ob Talahone oder nicht. Hier kommen viele Leute vorbei, haben hier Spaß und sind natürlich Mädels dabei. Dann wird noch mal der ein oder andere Euro mehr reingeworfen. Der schockt, wenn man sowas kauft, achtet da echt auf Qualität und nicht nur auf den Preis. Weil da kannst du, ich habe schon, ich glaube, 3 Fehlkäufe in Sachen Boxautomat gemacht. Ja, war nicht so geil. Dart ist auch cool, die Leute kommen wieder, manchmal ist ein Monat gar nichts, manchmal ist viel, ist immer gerade wie das gehypt ist. Manchmal haben Leute öfter Lust zu spielen und dann mal wieder ein halbes Jahr nicht. Das ist immer so eine Sache, aber unterm Strich lohnt sich das Ding auch, zumal der gar nicht so teuer ist eigentlich. Eher Hockey lohnt sich auch, denn der wurde nochmal wieder fresh gemacht von Michael Tentakel. Und was auch super läuft an dieser Location, ist mittlerweile der Kaffeeautomat. Ich hatte vorher Umsatzprobleme, mittlerweile habe ich den Automat gewechselt. Der kommt wohl besser an, muss dann auch eben Pulver auffüllen und alles. Aber dieser, ja, der geht schon auf jeden Fall gut was ab. Sollte ich vielleicht mal ein Flipper-Live-Turnier machen, wenn ihr da Bock zu habt, könnt ihr das gerne reinschreiben. Ich würde sagen, ich tüdel noch ein bisschen weiter. Bleibt sauber, ordentlich und anständig. Euer Onkel Kramer. Ciao.